2 ist ein 2-Personen-Tunnelzelt. Nicht mit Grouchy, weil es mein Kollege gerade hier auspackt, 2,2 Kilo. Ohne diesen Ground Sheet sind wir knapp bei 2 Kilo, unter 2 Kilo. Das Ground Sheet verhindert, dass das Zelt von unten beschädigt wird. Wir legen zuerst das Ground Sheet, die Bodenplane, am Boden aus. Genau. Hierbei ist zu beachten, es ist ein bisschen konisch, das heißt vorne weg, also dort wo es zusammengeht, sind wir mit dem Zelt auf der Vorderseite, das heißt dort, wo der Eingang ist. Wir fixieren die Bodenplatte zuerst. Spannen diese ab. Dann checken wir das ultraleicht Aluminiumgestänge zusammen. Wir haben drei verschiedene bzw. zwei unterschiedliche Stangen. Die eine Stange ist mit einem roten Aluminiumspitze versehen. Das führen wir in die rote Öffnung ein vom Zelt. Das Zelt selber ist komplett geschlossen, das heißt, wenn das Zelt zum ersten Mal kommt, wird es ausgepackt, über dem Ground Sheet ausgelegt und dann muss diese rote Öffnung gefunden werden, beziehungsweise gibt es zwei Seiten, die eine Seite ist geschlossen, die andere Seite ist offen. In diese führt man nachher dieses Gestänge ein. Hier kommt das rote Gestänge rein. Das wird, wie vorhin erklärt, so weit reingeschoben, bis es hinten komplett ansteht. Auf der anderen Seite ist mit dem Innenzelt verbunden eine Möglichkeit, um das Gestänge einzuhaken. Dasselbe machen wir vorne und hinten noch einmal mit den noch hinzugefügten Gestängen. Jetzt haben wir drei Tunnels, die fixieren wir, indem dass wir uns gegenüberstehen, ziehen und einen Hering in den Boden geben und fixiert. Anschließend sind überall Möglichkeiten, die Heringe einzutauchen in die Erde und das Zelt zu fixieren. Besonderheiten beim Spannen des Zeltes. Wir haben hier einen Schnellverschluss. Dieser Schnellverschluss hat die Möglichkeit, wenn man ihn mit dem Zeigefinger und dem Daumen nimmt, kann man das Dyneema-Band einfach hochziehen und man kann es ziehen auf die Länge, die man braucht.
Wir haben auch hier ein Vorzelt für die Rucksäcke. Und auch wenn das Wetter schlecht ist, kann man hier auch super kochen. Weiterhin, wenn man sich im Inneren des Zeltes befindet, gibt es Möglichkeiten, Wertsachen zu hinterlegen oder eben hier oben eine Lampe auch aufzuhängen. Was noch mit dabei ist im Lieferumfang, ist ein Reparaturkit. Sollte mal irgendetwas passieren, dann kann man an Ort und Stelle das Zelt auch reparieren. Wenn Sie ein leichtes, geräumiges Zelt suchen für Wandertouren, Fahrradtouren, Weitwanderungen, ist das perfekte Zelt.